Nach dem Treffen des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti und Vertretern der EU im mazedonischen Ohrid zur Normalisierung der Beziehungen ist dennoch kein Abkommen unterschrieben worden. Our preference as the EU facilitator was to have this document signed, and this was our proposal to the parties. President Vučić made it quite clear that he is not in the position to sign this document. He was citing constitutional limitations. We made again several proposals how to address this issue, but they were refused. Serbien erkennt den unabhängigen Staat Kosovo nicht an. Pravno obavezujuće za Srbiju je kada stavim potpis ili pečat na nešto ili kada se sa tim verbalno, odnosno usmeno saglasim. Kada god i niko drugi ne može da proizvede pravnu posledicu za Republiku Srbiju, osim njenog predsednika i u pojedinim slučajevima premijera ili ministra spoljnih poslova. Die Menschen im Kosovo haben nicht viel Hoffnung, dass sich die Haltung der serbischen Regierung ändert. Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien in naher Zukunft ist unwahrscheinlich. Gabriel Escobar, der amerikanische Verhandlungsführer, nennt Ende 2023 als neue Frist zur Lösung des Problems.